Ich würde gerne mal Sex mit einer Frau haben. Und das eigentlich auch gerne so im Zusammenspiel mit dir. Sven und Simone leben in Berlin, sind Eltern, berufstätig und haben eine besondere Leidenschaft für sich entdeckt. Sie teilen ihre Sexualität noch mit anderen Menschen. Eine Fantasie, die viele haben, doch die wenigsten gehen den ersten Schritt oder vertrauen sich ihrem Partner an. Wir saßen im Auto und ich kann nicht sagen, warum ich ausgerechnet in diesem Moment die Frage gestellt habe, sondern es ergab sich einfach so, dass ich zu ihm gesagt habe, du Schatz, ich würde gerne mal Sex mit einer Frau haben. Und das eigentlich auch gerne so im Zusammenspiel mit dir. Mit der Neugier kamen die Fragen. Wie wissen die Leute, wo was ist? Wo geht man da hin? Und dann habe ich Internet geschaut und gesucht und bin dann auf den Joy Club gekommen. Und dann haben wir uns da mal angemeldet und gestöbert. Aus einer Fantasie wurde eine fixe Idee und schon kurz darauf ein erstes Date in einem Swingerclub. Mit steigender Nervosität kam auch die Unsicherheit. Ich war nicht ängstlich, ich war aufgeregt, ganz klar, aber positiv aufgeregt. Ich war gespannt, was mich in diesem Club erwartet. Nachdem die erste Hürde genommen war, erwartete die beiden eine entspannte Clubatmosphäre und nette Menschen. Die Ängste waren weg und die Lust auf das Ungewisse stieg. Und nun stellte sich die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Geht man einfach auf die Matte oder spricht man die Leute an? Wirklich mal ganz doof gesagt, fragt man? Ich wusste es nicht. Und wir haben uns einfach umgeschaut und schnell mitbekommen, dass es einfach Blicke, leichte Berührungen sind, die einem signalisieren, ob man mit demjenigen Sex haben kann oder nicht. Mittlerweile sind Sven und Simone erfahrene Swinger und aus einer Fantasie entwickelte sich schnell eine Leidenschaft, welche den beiden so einige intensive Erlebnisse beschert hat. Wir waren oben im Pärchenbereich und nun gibt es da eine große Spielwiese auch mit zwei Vorhängen und nun kam ein guter Freund und hat uns an die Hand genommen und hatte eine sehr hübsche junge Dame bei sich, hat uns auf die Spielwiese gesetzt und die Vorhänge zugemacht und wir durften mit ihr machen, was wir wollen. Genau. Und das war ein mega Erlebnis, oder? Ein sehr unerwartetes und sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja. Auch nach 6 Jahren in der Szene sind die beiden immer noch begeisterte Swinger und nutzen ihre freie Zeit für neue Abenteuer. Wir gucken auf jeden Fall erstmal auf Joy Club, welche Veranstaltungen heute sind. Definitiv, ich gucke mir die Gästeliste an, schreibe vielleicht noch ein paar Leute an oder ich schaue mir die Bilder an, gebe ein paar Komplimente, mache schon mal ein bisschen auf mich aufmerksam. Dann ist es, wenn man sich dann im Club sieht, immer ein bisschen schöner, weil man hat sich schon mal auf Bildern gesehen, man hat schon mal miteinander gesprochen. Also das ist für mich immer sehr, sehr spaßig. Das Ausleben ihrer Wünsche hat die Beziehung der beiden auf eine besondere Weise bereichert und erweitert. Die Besuche von Swingerclubs hat unsere Beziehung schon intensiver gemacht, weil wir mehr und offener übereinander reden, was wir mögen und wo auch bei jedem Einzelnen unsere Grenzen liegen. Und das gibt einem schon ein schönes Gefühl und da würde ich gar nicht großartig von Eifersucht sprechen, sondern eher von Vertrauen.